Liegt es dann am Trainer oder am Trainerstab? Ist es nicht eher alleine? Braucht man dann nicht, Entertainer ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber jemand, der ein Gespür hat für die Spieler, was braucht der eine, was braucht der andere, um das Letzte herauszukitzeln? Weil, wie gesagt, ja wenig Zeit ist, die Spieler, wenn man jetzt sagt, taktisch vorzubereiten, sondern dass man das auf der zwischenmenschlichen Basis fast noch wichtiger ist? Ich spüre mit Sicherheit eine Rolle, aber ich denke doch, dass der Franco Foda das innerhalb des Teams ganz gut hinbekommen hat. Das, was er nicht so gut gemacht hat, das kann man auch offen und ehrlich sagen, und das ist auch so, ich glaube, dass er in der Medienarbeit, das hat er ein bisschen schleifen lassen, das hätte er besser machen können, und dann hätte er sich vielleicht auch ein klein wenig Kritik aus diversen Medien ein bisschen ersparen können, aber er war halt extrem fokussiert auf das Sportliche, das ist sein Steckenpferd, da weiß er, was er zum Tun hat, da hat er meiner Meinung nach gut gearbeitet, aber was heißt Medienarbeit und so weiter, er hat mehr oder weniger das auf die Seiten geschoben und hat das mehr oder weniger in Schöti überlassen zu machen, und da hätte er vielleicht sich ein bisschen besser einbringen können, da hätte er sich vielleicht auch die eine oder andere Kritik dadurch der Sport. Aber er ist, wie er ist, muss man so nehmen. Und noch einmal, ich bin pro Franco Foda, weil ich glaube, dass er uns nur einen Schritt weitergebracht hat im Nationalteam. Und wenn jetzt ein neuer Teamchef kommt, er muss auf das aufbauen und dann auch noch seine eigene Philosophie mit einbringen und was er halt an Ideen hat. Wir können jetzt reden über Stöger, haben wir eh schon geredet, oder Herzog oder Werner Gregoritsch oder wie auch immer, wer da alle im Raum steht. Da steht der Manfred Schack im Raum, da stehen, weiß ich, wie viele Namen schon gefallen sind. Am Ende des Tages wird es entscheiden. Der Peter Schöttl wird einen holen, der alle diese Dinge am besten abdeckt. Und meiner Meinung nach ist da der Peter. Da ist er jetzt mittlerweile, was die Mannschaft braucht. Der Peter kennt ja die Spieler, der kennt viel besser, als er es damals gekannt hat. Der, und war ja selber jahrelang Profi, war Sportdirektor, war Trainer auch. Der weiß ja, was eine Mannschaft braucht und welcher Trainer für diese Mannschaft am geeignetsten wäre. Also das kann man ihm ja zutrauen, oder? Durchaus. Also das ist ja auch der Punkt, eben der Unterschied von der Situation vor 4,5 Jahren, wenn wir schauen, was herauskommt. Ich weiß, dass er jetzt gerade 3 Tage im Ausland ist. Er wird dort nicht auf Urlaub sein. In Zeiten wie diesen würde man das angreifen. Also, wie am Anfang schon erwähnt, der Kandidatenkreis wird größer sein. Thorsten Fink war ja damals schon ein Kandidat. Weißt du, wo er ist? Ich glaube, dass wir das alles vergessen können, weil wir keinen aus einem Vertrag herausbekommen. Schwierig. Das können wir uns nicht leisten. Glaube ich auch. Also das heißt, wir brauchen einmal einen Trainer, der am Markt ist, den du nicht aus einem Vertrag heraus. Damit fällt weg ein Glasner, damit fällt weg ein Hütter, damit fällt weg ein Hasenhüttl. Ja. Die fallen einmal weg. Wenn wir jetzt über Österreicher reden, dann gibt es natürlich etliche internationale Trainer. Wobei, der Favre ist. Ihre Ablöse würde man sich vielleicht noch leisten können. Da, glaube ich, spielt auch eine Ausstiegsklausel. Ja, genau. Bravo. Also der Mann ist top im Verein. Ja. Da gibt es eine Ausstiegsklausel, die wird zum Stemmen sein.